schon interessiert, Ernährung allgemein, seitdem ich laufe. Natürlich wusste ich schon immer, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, um die beste Leistung abzurufen. Genau, es war tatsächlich so, dass ich 2017 vegan wurde. Und das ist natürlich erstmal wahrscheinlich ein langfristiger Prozess, aber ich habe mich tatsächlich dann 2018 stark gesteigert und konnte mich relativ überraschend, sage ich mal, für die Leichtathletik-EM qualifizieren, sodass ich da auf jeden Fall einen Sprung gesehen habe. Ernährung hat auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit. Das merke ich an ganz platten Beispielen, wie wenn ich vorm Training 2-3 Stunden vorher mir irgendwas bei einem Fastfood-Restaurant reinziehe. Dann merke ich schon, dass da die Körnchen am Ende des Trainings dann doch ein bisschen weniger werden oder dass es da so ein bisschen hapert. Ich spiele selber Fußball und da ist es natürlich schon auch wichtig, dass man fit ist, dass man gerade auch konditionell sehr stark ist. Jeder Fußballer muss 90 Minuten, manchmal sogar nach Verlängerung 120 Minuten viel laufen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, vor allem unmittelbar vor dem Spiel oder auch vor dem Training, sich gut zu ernähren und den Körper gut fürs Spiel, fürs Training, fürs Laufen auszustatten. Also die praktische Ernährung besteht ja im Prinzip durch die Aufnahme von Lebensmitteln. Lebensmittel bestehen aus Nährstoffen, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette und so weiter, und diese Nährstoffe liefern dem Körper Energie. Und diese Energie kann er dann eine Leistungsfähigkeit verbringen. Das muss aber bedarfs- und auch situationsangepasst sein. Wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Lasagne gönnt und anschließend eine Crème Brûlée, sind anschließende Intervalle im Stadion eine ganz schlechte Idee, weil der Körper ist damit beschäftigt, die Nahrung zu verdauen. Wenn ich aber am Samstagabend eine große Portion mit langkettigen Kohlenhydraten esse, ist das unheimlich gut für meinen Longjog am Sonntag, weil dann habe ich genug Energie, die Energiedepots sind gefüllt. Also einmal natürlich ganz klassisch für Läufer Porridge, also einfach Haferflocken mit Obst und so weiter. Oder aber auch, ich weiß nicht, ob da jetzt einige Leute vielleicht komisch gucken werden, aber Beans and Toast, also das typische britische Frühstück, einfach weil ich ein paar Freunde aus England habe, war ich auch schon öfter zu Besuch, da hatte ich das immer und genau, das schmeckt mir sehr gut, ist auch vegan, gibt natürlich auch viel Proteine und genau, damit bin ich immer bisher gut gefahren. Nicht unbedingt direkt vor einem langen Dauerlauf oder so, aber wenn die Einheit vielleicht nachmittags ansteht, dann passt das ganz gut. Also mein absolutes Favorite, gerade vorm Training, ist auf jeden Fall die gute Banane. Gerade wenn ich mal einen kleinen Hunger verspüre und aber auch weiß, ich habe jetzt gleich Training, darf also nicht mehr ganz so viel zu mir nehmen, dann ist die Banane, dann macht die doch echt einen sehr guten Job. Ja, die klassische Antwort ist eine vollwertige, kohlenhydratbetonte, regionale, saisonale Ernährungsweise. Genau, ich habe zum Glück die Erfahrung selber gemacht, aber auch von vielen anderen gehört und gelesen und recherchiert, dass sich das sehr gut vereinbaren lässt. Genau, hatte wie gesagt seitdem auch nie Probleme. Und es gibt ja auch einige andere vegane Ausdauersportler, sodass das für mich kein Grund war, jetzt wegen des Sports nicht vegan zu leben. Und genau, wie gesagt, ich habe eher immer positive Berichte gehört und gelesen und deswegen war das fast nochmal ein extra Grund, um auch für den Sport was Gutes zu tun. Also die vegane Ernährung kann hervorragend funktionieren bei Läufern. Das sehen wir an Beispielen wie Kyle Lewis als Sprinter, Scott Jurek als Ultramarathonläufer und auch bei Johannes. Wenn ich jetzt allerdings umstelle, muss ich darauf achten, dass ich die Nährstoffe, die hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln enthalten sind, im Auge behalte. Das sind solche Nährstoffe wie Eisen, Zink, Calcium, weil die muss ich dann irgendwie anders aufnehmen. Und das ist aber auch was Schönes an der veganen Ernährung, dass ich mich halt sehr viel mit Lebensmitteln, mit meinem Lebensstil auseinandersetze und darüber halt dann sehr viel weiß. Naja, es ist ja im Prinzip so wie bei den Läufertypen. Also wir haben Überpronierer, wir haben Supinierer, wir haben Mittelfußläufer, wir haben Vorfußläufer. Und für jeden dieser Typen gibt es ja auch einen passenden Laufschuh. Und so ist das bei der Ernährung auch. Also es gibt für jeden Menschentyp, auch Sportlertyp vielleicht, unterschiedliche Ernährungsformen, die er sich aneignen kann. Wichtig ist immer,
bedarfsangepasst. Ein Marathon läuft ja auch nicht von heute auf morgen, sondern gibt es dir Zeit, gibt es dem Organismus Zeit, sich daran anzupassen, sich mit den neuen Gegebenheiten, auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Und das Ganze auch wie beim Laufen, am besten kontrolliert von einem Experten, immer den Status checken, zum Beispiel durch Blutwerte, auch Ernährungs- und Trinkprotokolle, um das Ganze zu überwachen, damit keine Defizite entstehen.